Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck vor dem Heimspiel unserer Rothusen gegen den SC Paderborn. Die richtig heiße Saisonphase beginnt genau jetzt und über diese wollen wir sprechen und das machen wir heute mit Sonny Kittel. Hey Sonny. Hallo. Sonny, ich habe es gerade gesagt, der Endspurt beginnt jetzt und dementsprechend, wir kennen das aus dem HSV-Umfeld, wird alles ein bisschen unruhiger, ein bisschen wilder. Du bist nun ein sehr erfahrener Profi. Mit welchem Mindset gehst du die letzten Saisonwochen an? Ja, du sagst es schon, es wird ein bisschen unruhiger und ist auch irgendwie normal, weil es zum Ende jetzt hingeht und man viel gewinnen kann, aber natürlich auch etwas dann, ja, verlieren kann, ist jetzt zu übertrieben, aber man hat schon den Anspruch oder das Ziel, oben dabei zu sein, beziehungsweise aufzusteigen und dementsprechend ist es dann normal, dass so ein bisschen die Anspannung auch wächst. Ja. Inwiefern bist du jetzt nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich gefragt, gerade die jüngeren Spieler so ein bisschen an die Hand zu nehmen und da auch als Ruhepol und Ratgeber zu wirken? Ja, natürlich, ich denke, alle Erfahrenen bei uns, beziehungsweise auch älteren Spieler oder die Jungs, die jetzt auch im letzten Jahr dabei waren, sind da auf jeden Fall Ansprechpartner für die Jungs, die es brauchen. Da ist auch jeder anders. Aber ich glaube, wir fahren damit ganz gut, bei uns zu bleiben und bereiten uns immer gut auf die Gegner vor und versuchen, 3 Punkte einzufahren. Sonny spricht die Jungs an und was diese in dieser Woche hier im Volkspark so geleistet haben, das schauen wir uns jetzt einmal in der Rubrik Unser HSV an. Die 2:3 Niederlage im Rücken, den Blick aber nach vorne gerichtet. Die Trainingswoche im Volkspark war vor allem eins, intensiv. Für die letzten Saisonspiele gilt es nochmal, die Sinne zu schärfen und sich, trotz des Rückschlages in Magdeburg, auf den eigenen Weg zu fokussieren. Manchmal hast du natürlich eine Delle drin, aber oftmals machen wir es auch richtig gut. Und deswegen versuchen wir immer diesen Weg peu à peu, Schritt für Schritt weiterzugehen. Weil es ist nicht einfach, weil uns wird nichts geschenkt. Aber wir müssen uns alles hart erarbeiten. Wir arbeiten jeden Tag hart und darum wollen wir uns auch alles erarbeiten. Ja, weil das ist auch unser Weg. Harte Arbeit, ja, und immer peu à peu, Schritt für Schritt weiterkommen. Und das versuchen wir. Schließt aber Dellen nicht aus. Mit 8 Gegentoren in den vergangenen 3 Partien zeigte sich die HSV-Defensive ungewohnt unsicher. Unser Trainer weiß allerdings, an welchen Stellschrauben er dort zu drehen hat. Dass wir noch konsequenter in unseren einzelnen Aktionen sind. Dass jeder Einzelne sich noch mehr an die eigene Nase packt, ja, und seinen Zweikampf für sich dann auch entscheiden sollte. Man muss sagen, jeder versucht anzupacken, jeder versucht Verantwortung zu übernehmen. Und trotzdem finde ich, dass wir daran arbeiten müssen, dass jeder Einzelne noch intensiver an seinem Zweikampfverhalten arbeitet und noch intensiver, ja, für sein Team alles investieren sollte, um ein Gegentor wirklich mit aller Macht zu verhindern. Dabei mithelfen wird wieder Jonas Meffert, der nach seiner Gelbsperre zurückkehren wird. Hingegen fehlen wird Bakary Yatta, der in Magdeburg seine 5. gelbe Karte der Saison sah. Er ist somit in der Partie am Freitag gegen den SC Paderborn nicht dabei, für welche Tim Walter eine klare Marschroute vorgibt. Wir werden alles daran setzen, dass wir die Punkte hier behalten, egal wie es ausgeht, egal ob sie mit mehr Ballbesitz oder weniger Ballbesitz haben. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass wir das Spiel bestimmen und dass wir dem Gegner unser Spiel aufdrängen. Und dementsprechend, egal ob mit mehr oder weniger Ballbesitz, einfach dem Gegner zeigen, dass das unser Haus ist und dass wir hier zu Hause sind und dass wir mit aller Macht das Spiel gewinnen wollen. Und dies, um den Rückschlag wegzustecken und auf dem eingeschlagenen Weg den nächsten Schritt gehen zu können. Sonny, in Magdeburg haben wir auf die Fresse bekommen, wie es Kapitän Sebastian Schonlau nach Abpfiff zusammengefasst hat. Wie sah es in dir aus? 2:3 Niederlage, wie hast du es aufgefasst? Ja, es war auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht, so kann man schon sagen. Wie für jeden von euch, für jeden Fan auch. Man saß natürlich dann in der Kabine und war stinksauer und konnte sich irgendwie dann auch nicht erklären, dann, warum man das Spiel dann so aus der Hand gibt. Da ist natürlich eine Menge Frust dabei.
Und ja, aber dennoch geht es dann weiter. Wir haben noch 4 Spiele vor uns und es sind genügend Punkte, die wir holen können. Klar sind wir jetzt auch ein bisschen, wenn es um den direkten Aufstieg geht, auf die Gegner angewiesen. Aber da brauchen wir erstmal gar nicht hinschauen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt das nächste Spiel positiv für uns gestalten und dann schauen wir weiter. Vor allem gegen den Ball waren wir in den vergangenen Wochen ein Stück weit zu anfällig, muss man ganz ehrlich sagen. In den letzten 3 Partien haben wir 8 Gegentore kassiert. Was müssen wir aus deiner Sicht als Team machen, um wieder sauberer, besser und effektiver gegen den Ball zu arbeiten und Gegentore entsprechend zu verhindern? Ja, ich denke, dass da jeder sich an die eigene Nase fassen muss, egal ob vorne oder hinten. Eben sein persönliches Duell versucht zu gewinnen mit aller Macht. Und ich glaube, da, wie gesagt, wenn wir da damit anfangen, beziehungsweise es geht ja nicht jeder in das Spiel rein und denkt nicht an seine Zweikämpfe und sagt, okay, ist mir egal, sondern das will ja jeder, nur vielleicht mehr Bewusstsein nochmal reinkriegen, weil es sind jetzt eben nur noch 4 Spiele. Und da zählt jeder Zweikampf und jeder Laufweg. Und ich glaube, das haben wir auch angesprochen. Und die Trainingswoche war bisher auch sehr ordentlich, was das angeht. Und ich hoffe, dass wir das dann auch am Freitag auf den Platz bekommen. Du hast in Magdeburg getroffen, hast insgesamt in den vergangenen 5 Partien 4 Scorerpunkte beigesteuert. Was würdest du sagen, macht dich aktuell inhaltlich fußballerisch so stark? Ja, ich denke einfach, dass ich mit meiner Art und Weise der Mannschaft helfen kann. Ich versuche ja eben viel zu arbeiten, auch gegen den Ball und dann mit dem Ball natürlich meine Kreativität und auch meine Qualität reinzubringen. Klar tun dann Tore oder Vorlagen eben gut oder gute Aktionen und da fühle ich mich gerade auch ja sehr wohl drin und hoffe einfach, ja, dass ich der Mannschaft so weiterhelfen kann. Sonny, du trägst die 10 auf dem Rücken und von den Zehnern wird ja traditionell im Fußball irgendwie immer ein bisschen mehr erwartet als von den anderen. Ist das eine Erwartungshaltung, mit der du dich auch identifizieren kannst und die du dir auch selbst auferlegst oder würdest du manchmal einfach gern wie ein ganz normaler Spieler behandelt werden? Ja, ich weiß schon, dass die 10 eine Bedeutung hat, aber ich trage sie eigentlich seitdem ich 6, 7 Jahre alt bin, also mein ganzes Leben und ist meine Lieblingszahl oder meine Lieblingsnummer. Und ja, also klar weiß ich, dass die Erwartungshaltung dann eine andere ist vielleicht, aber ich glaube letztendlich liegt es dann an der Leistung, die man auf den Platz bringt und nicht an der Zahl. Und ja, letztendlich versuche ich einfach meine Leistung zu bringen und wie es dann andere bewerten, ist dann deren Sache. Das macht jeder, wie er möchte. Ich weiß, was ich der Mannschaft jeden Tag in der Kabine gebe, was ich im Training gebe. Und ich glaube, das ist für die Mannschaft das Wichtigste. Und alles andere versuche ich, soweit es geht, auszublenden. Du sprichst die Leistung an und die haben wir ja im Endspurt der vergangenen Saison erbracht. Da konnten wir die letzten 5 Spiele gewinnen und uns damit dann noch die Chance erspielen, in der Relegation in die Bundesliga aufzusteigen. Was macht dich zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr im Endspurt dem Druck standhalten können? Ja, eben, dass wir die Erfahrung letztes Jahr schon gemacht haben, dass wir gespürt und gesehen haben, wie so eine Phase sich anfühlt und eben auch diese Leute in unserer Truppe haben. Und ich glaube, dennoch ist jede Saison eine andere und jedes Spiel fängt bei Null an, wie man so schön sagt. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und wissen auch, was auf uns zukommen kann. Und da müssen wir einfach zusammenhalten, ruhig bleiben und einfach unser Spiel auf den Platz bringen und dann bin ich zuversichtlich. Aktuell haben wir ja 4 Punkte Rückstand auf Platz 2, aber eben auch 6 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Mal Hand aufs Herz, Sonny, schaust du eher noch Richtung direkten Aufstieg oder würdest du sagen, wenn wir die Relegation absichern können, ist das Stand jetzt ein Erfolg? Klar kriegt man das oder guckt man sich das mal an oder gerade jetzt, wie wir schon anfangs besprochen haben, aber ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel, nach da oder nach da zu gucken. Klar kann das nach dem Spiel machen, aber vor dem Spiel geht es einfach darum, dass wir das Spiel gewinnen. Und was dann passiert oder was dann nach dem Spieltag an Ergebnissen passiert ist, das können wir uns dann angucken und dann startet die Woche wieder von neu. Aber solange wir unsere Spiele nicht positiv gestalten, ist das andere völlig egal.
Das ist auf jeden Fall das richtige Mindset. Du hast dich eben nach dem Teamtraining noch länger mit Horst Rubesch ausgetauscht. Jeder, der dich kennt, weiß, dass er für dich eine ganz besondere Person ist. Wie sieht er die derzeitige Situation? Welchen Tipp konnte er dir und euch noch für den Endspurt geben? Ist immer sehr angenehm und interessant, mit Horst zu sprechen. Er ist wahrscheinlich genauso angespannt wie jeder andere auch. Jeder, der den HSV liebt, so wie er. Von daher, Horst will natürlich auch den HSV in der ersten Liga sehen. Und das versucht er dann auch immer so ein bisschen mitzuteilen. Ist immer sehr angenehm. Und was Tipp angeht, wir haben ja gerade noch ein bisschen aufs Tor geschossen mit Ansi. Da hat er uns ein bisschen was über eine Schusstechnik erzählt. Und schauen wir mal, ob das klappt. Wenn die alte Stürmerlegende was zur Schusstechnik erzählt, dann hört man natürlich ganz genau hin. Und bei Horst Rubesch schlägt das HSV-Herz eben auch besonders stark, das ist klar. Am Freitag, Sonny, lass uns über den Gegner sprechen, kommt der SC Paderborn 07 hier in den Volkspark. Eine sehr spielstarke Mannschaft, die jetzt natürlich auch lauern. Ist eines der drei Teams, das eben 6 Punkte hinter uns steht. Das Hinspiel konnten wir aber, ein abwechslungsreiches Hinspiel mit 3-2 gewinnen. Was sind deine Erinnerungen an dieses Hinspiel und was würdest du sagen, macht die Ostwestfalen so stark? Ja, ist auf jeden Fall eine der Mannschaften, die es fußballerisch versuchen in der Liga oder komplett durchziehen, denke ich. Und ist auf jeden Fall ansehnlich, denke ich. Und das hat auch wahrscheinlich das Hinspiel so gezeigt, dass wir ein gutes Fußballspiel gesehen haben für neutralen Zuschauer. Für uns war es natürlich positiv, weil wir das Spiel gewonnen haben. Man muss natürlich auch sagen, bei Mannschaften, die Fußball spielen wollen, man hat es auch bei St. Pauli gesehen, da schleichen sich dann auch Fehler ein, die man dann gut ausnutzen kann. Und darauf versucht man dann natürlich zu lauern und die dann auszunutzen. Und ich denke, es ist eine Mannschaft, die nach vorne spielt, die offensiven Fußball spielen will und ich glaube auch schon viele Tore geschossen hat. Von daher versuchen wir, ja, uns darauf gut vorzubereiten, aber auch deren Schwächen auszunutzen. Zuletzt hat es ja bei den Heimspielen besonders gut geklappt. Das Volksparkstadion wird auch am Freitag wieder pickepacke voll sein. Wir haben aus den letzten 8 Heimspielen 7 Siege eingefahren, 1 Remis, also gar nicht mehr verloren in den vergangenen Monaten. Welche Kraft ziehst du auch, welche Kraft zieht ihr als Team aus diesem Support der Fans? Ja, eine Menge. Also wenn man auf die Ränge dann schaut und wie voll das alles hier ist und auch vor dem Spiel, wenn man dann hier mit dem Bus reinfährt, das ist schon was Besonderes hier und das gibt einem schon nochmal ein gutes Gefühl, weil man sieht, okay, die stehen hinter uns, die kommen wegen uns denen will man dann natürlich auch was zurückgeben. Und manchmal ist es nicht leicht, weil es eben auch einen Gegner gibt, aber wir wollen immer Vollgas hier rausgehen und die Fans direkt mitnehmen. Und natürlich ist das schön, wenn das so wie in den vergangenen Wochen und Monaten funktioniert hat. Es gibt eben auch einen Gegner, sagt Sonny Kittel, der da heißt SC Paderborn 07 und den wollen wir jetzt mal etwas genauer unter die Lupe nehmen und das machen wir in unserem Gegnercheck. Die Fans im Volksparkstadion erwartet am Freitagabend ein echtes Offensivspektakel. Mit dem SC Paderborn reist die Mannschaft mit den meisten Saisontoren nach Hamburg und trifft mit den Rothosen auf das Team mit den zweitmeisten Treffern. 61 Mal konnten die Ostwestfalen in dieser Saison bereits ein Tor bejubeln. Der HSV erzielte nur 1 weniger. Besonders gerne treffen die Paderborner nach Standards. Bereits 14 Mal war das Team von Trainer Lukas Kwasniok nach einem ruhenden Ball erfolgreich. Nur der Tabellenführer aus Darmstadt traf nach Standards noch häufiger. In der Fremde hatten Lukas Kwasniok und sein Team zuletzt aber Schwierigkeiten. Aus den letzten 5 Auswärtsspielen gab es für den SCP keinen Sieg. Das könnte den Rothosen zugutekommen, die im Kalenderjahr 2023 noch kein Heimspiel im Volksparkstadion verloren haben. Allgemein spricht die Statistik eher für einen HSV-Sieg. Der SC Paderborn 07 scheint nämlich der Lieblingsgegner der Rothosen zu sein. 5 Zweitligaspiele haben sie bisher gegen den SCP gewonnen. Gegen keinen Gegner gab es in der zweiten Bundesliga mehr Siege. Mit einem Blick auf die Tabelle ist ein Sieg am Freitagabend für beide Mannschaften enorm wichtig. Die Fans im Volksparkstadion erwartet also nicht nur ein Offensivspektakel, sondern auch ein vorentscheidendes Spiel um die Aufstiegsränge. Am 31. Spieltag in der zweiten Bundesliga finden zusätzlich folgende Spiele statt. Zeitgleich zu der Partie des HSV trifft Arminia Bielefeld auf Greuther Fürth.
Am Sonnabend empfängt Fortuna Düsseldorf dann Holstein Kiel, Hannover 96 reist zum Auswärtsspiel nach Karlsruhe, Hansa Rostock empfängt Jahn Regensburg. Im Topspiel trifft der SV Darmstadt 98 auf den FC St. Pauli. Am Sonntag spielt Heidenheim gegen Magdeburg, Kaiserslautern reist nach Nürnberg und Eintracht Braunschweig empfängt den SV Sandhausen. So, nach dem Interview ist vor der Crunch-Time. Wir gehen gleich rein. Sonny hat eben schon gesagt, Fabi, leichte Fragen. Dementsprechend habe ich natürlich die besonders schwierigen für dich rausgesucht. Sonny, du warst schon in der Hinrunde hier bei uns, hast 10 richtige Antworten geliefert. Ich kann dir sagen, damit liegst du immer noch oder stehst immer noch auf dem Treppchen, auf Platz 3. Auf Platz 2 steht Jonas Meffert mit 11 und 14, der All-Time-Rekord von Robert Glatzel, 14 richtige Antworten. Also brutale Performance. Dein Ziel, würde ich sagen, müssten ja eigentlich 11 sein, weil mit 10 würdest du nur deinen Hinrundenscore matchen und weiterhin auf Platz 3 stehen. Mit 11 würdest du dann einen Platz vorspringen. Genau. Schauen wir mal. Oder halt 15. So sieht's aus. Ich werde mich bemühen, lese die Fragen schnell vor und dann gucken wir mal, was am Ende für dich dabei rauskommt. Die Regeln sind ja bekannt. 60 Sekunden, wenn dir der Ball runterfällt, gehe ich jetzt bei dir nicht von aus. Als Edeltechniker kriegst du einen Punkt Abzug. Okay. Und ansonsten rechnen wir am Ende zusammen. Alles klar. Und schauen mal. Dann okay. Zähle ich für dich runter, Sonny, von 3. Und dann nehmen wir parallel die Zeit und es geht los. 3, 2, 1, los. Gegen wen hast du dein erstes Pflichtspieltor für den HSV geschossen? Weiter. Nürnberg. Welcher Spieler ist aktuell vom HSV an Paderborn ausgeliehen? Maxi Rohr. Richtig. Welcher deiner Mitspieler hat dein Tor in Magdeburg vorgelegt? Bobby. Richtig. Welcher Mitspieler war zuletzt in der Sky-Sendung Meine Geschichte zu Gast? Bobby. Richtig. Wie alt warst du bei deinem Bundesliga-Debüt? 17. Richtig. Nenne einen Torschützen vom 3-2-Hinspielsieg beim SCP. Lazzi. Richtig. Nur einer deiner aktuellen Mitspieler hat mehr Profispiele für den HSV absolviert als du. Wacker. Wer ist es? Richtig. Gegen welches Team spielen die LA Lakers aktuell in den Playoffs? Golden State. Korrekt. Zu welchem Verein ist Tim Leibold im Winter gewechselt? Kansas. Richtig. Wer ist älter, du oder Ferro? Ferro. Richtig. Gegen wen spielt die Eintracht heute Abend im DFB-Pokalfinale? Auch richtig. Wie ging das bisher letzte Drittligaspiel vom FC Ingolstadt aus? 3-1 Sieg gegen Ferl. Richtig. Wer ist aktuell Erster in der FIFA-Weltrangliste? Puh, keine Ahnung. Argentinien. Wer hat aktuell die beste Offensive in der Liga? Ah, wie viel? 11. Ich dachte, du sagst jetzt 15. Also, das war ein richtig wilder Ritt, Sonny. Aber am Ende hast du dein Ziel erreicht. 11 richtige Antworten. Du gehst damit gemeinsam mit Jonas Meffert auf Platz 2. Geh davon aus, dass du zufrieden bist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damit kann ich leben. Geärgert hast du dich direkt über die erste Frage, beziehungsweise über die Antwort, die dir nicht eingefallen ist. Jetzt im Nachhinein, gegen welches Team hast du damals genetzt? Nürnberg, genau. Und war sogar ein echt schönes Tor. Ja, ein Freischusstor, ne? So sieht's aus. Ja. Sonny, vielen, vielen Dank. Richtig starke Performance, sowohl im Interview als auch in der Crunch-Time. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Hat mir immer riesen Spaß gemacht. Wir drücken natürlich die Daumen für den Endspurt, dann auch für dich persönlich. Und dann lass uns am Freitag hier einen Heimsieg einfahren. Vielen Dank. Mit diesem Ziel gehen wir also rein und wir freuen uns natürlich wieder mal über euren Support hier im Volksparkstadion am Freitag beim Heimspiel gegen den SC Paderborn. Danke auch heute wieder fürs Zusehen. Lasst ein Like da, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare und dann, wie gesagt, sehen wir uns entweder im Stadion, vorm Fernseher, im HSV-Netradio, auf unseren Social-Media-Kanälen, was euch so beliebt. Bis dahin, denkt dran, bleibt am Ball und nur der HSV.